So, endlich bei dem neuen Teil Bioshock Infinite. Ich habe mich so gefreut. Wir haben jetzt gerade 0:30 Uhr. Moment, ich kann ja mal... Nee, ich gucke jetzt nicht. Ich habe wirklich gewartet, 7 oder 8 Stunden lang. Okay, also ich war so oder so bis jetzt wach geblieben, um jetzt aufnehmen zu können. Und, boah, ja, ich habe jetzt schon die Grafik ein bisschen angepasst zu USB. Wie ihr bestimmt schon bemerkt. Und ich hoffe, es wird nicht allzu sehr laggen, weil ich habe gehört, die Grafik soll einfach nur Bombe sein. Deswegen würde ich mal sagen, ganz kurz nach Steuergeräuschen gucken. So, ich habe mich übertrieben gefreut einfach. Und ich würde mal sagen, Spiel starten. Achso, ja, neues Spiel. Ich sehe jetzt schon, dass das nicht gerade... Ja, normal. Weiter. Ich bin noch richtig aufgeregt, wie es jetzt wohl weitergeht. Ich hoffe, Bioshock Infinite wird an 1 und 2 dran knüpfen. Was ist das denn da oben links? Gesundheit? Ich hoffe doch nicht, dass es so aussieht. Okay. Ah, jetzt fängt es an. Ich bin da mal ruhig. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen. Rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach. Nicht übel. Sonst kommen wir nie an. Nein, ich meine, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hier wären wir. Er bewegt sich nicht. Das kommt schon noch. Irgendwann. Vermutlich schon. So, hab jetzt uns ihr Mikrofon ausgemacht. Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey! Wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Quick. Vielleicht ist hier drin jemand. Ja, ich muss ja ganz kurz den Kabel bewegen. Steuerwäsche waren da jetzt. Boah, also ich sehe schon das Wasser. Also guck mal bitte, was für eine Qualität das Wasser hat. Also die Grafik, oh hier, Moment, seht ihr das? Am Holz. So wie nass das ist. Über YouTube wird die Qualität sowieso verkackt. Und, oh mein Gott, die Mausempfindlichkeit ist ja übertrieben hoch. Tastatur, Maus. Mausempfindlichkeit. Was? Okay. Wird ja richtig lustig. Änderung speichern. So. Also, ich habe jetzt gerade nicht dazwischen geredet. Aber die beiden wollen. Okay, jetzt die Mausempfindlichkeit ein bisschen zu niedrig. Okay, ich mache einfach mal Uno. Okay. Änderung speichern. Aber jetzt schon wieder zu hoch. Guck mal, wie schnell das geht. Moment, naja, okay. Ich mache jetzt so wirklich so ein bisschen, okay? Noch einmal. Okay. Moment. Fuck, wie war das denn jetzt? Zurück. Nicht Änderung speichern. So, jetzt aber nochmal. So. Speichern, ja, ja, ja. Immer noch ganz schön schnell. Okay, ich versuche einfach damit klarzukommen, aber das ist wirklich sehr schnell. Also die Grafik, naja, knüpft schon noch ein bisschen an Bioshock. Moment mal. So,
Eben noch Star Wars geguckt. Knüpft schon noch nach Bioshock 1 und 2 an. Okay, das, so kann ich nicht spielen. Mausbeschleunigung, was ist das denn? Okay. Ich mach das einfach mal auf ganz niedrig. So schön war es jetzt auch nicht. Obwohl. So, da ist der Leuchtturm, den wir schon gesehen haben. Vom Schiff aus. Boah, die Grafik ist einfach geil. Muss ich schon sagen. Okay, boah, guck mal hier, wie das Wasser so runterrieselt. So, deutsche Sprache, schwere Sprache. Booker DeWitt, wir sind Booker DeWitt. Und da steht DeWitt, das heißt an uns. DeWitt, bring us the girl and wipe away the debt. This is your last chance. Das heißt sowas wie, also DeWitt, das sind wir, bring uns das Mädchen und scheuche deine, the debt, ja, was, die Schuld, glaube ich. Und das ist deine letzte Chance. So, klopf an die Tür. Ist jemand zu Hause? Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Oh. So, Booker DeWitt, ganz gut, Entschuldigung, da fällt mir gerade was ein. Audio. Gesamtlautstärke 1 zurück. Musiklautstärke geht 2 zurück. SFX geht 3, meine ich. SFX geht 2. Und 1. So, Änderungen speichern. Damit auch jeder hier lesen kann, der den Ton vielleicht nicht so gut hört. Oh, warte mal. Hier stand ja sonst immer Little Sisters. Darauf bin ich auch gespannt, ob es wohl noch Little Sisters geben wird. Oder ein Ersatz. Schüssel benutzen. Korrekt, 10 Frames. Viel Glück damit, Kumpel. Womit? Auf der sind schon der Wash. Okay. Hier kann man seine Sünden wegwaschen. Ich guck mich mal hier ein bisschen um. Hier liegen so Seile rum. Also Leucht... Oh, was ist denn? So Leuchtturm... Was denn für Behälter? So Leuchtturm... Übliche Sachen. Ah. Ah, guck mal, das ist immer noch, Bioshock. Ah, Silver Eagle ist also hier die Währung. Gut zu wissen. Keine Störgeräusche? Dann gehen wir mal hoch in die nächste Etage. Ist jemand da? Hallo? Hallo? Zum ersten Mal redet unser Charakter. Müsli und ein bisschen Kohle. Sieht so aus, als würde hier jemand wohnen. Telefon, können wir es benutzen? Das war natürlich sehr produktiv, was er gerade gemacht hat. Hat sehr gelohnt. Hier ist eine Karte. Be prepared, he is on his way, you must stop him. Sei vorbereitet, er ist auf seinem Weg, du musst ihn stoppen. Wer denn? Columbia, ah. Das ist dann, denke ich mal, die Strecke, die Columbia fliegt. Columbia, das wissen wir alle, mache ich kein Geheimnis mehr raus. Obwohl, ich mache doch ein Geheimnis raus. Ich sage einfach mal nicht, was Columbia ist. Columbia ist eine Stadt, okay, mehr sage ich nicht. Waschbecken benutzen. Na komm. Oh, heißes Wasser. Kalt. Kaffee trinken plus Salz. Haferflocken. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, dass ich endlich spielen kann. Ich habe so lange darauf gewartet. Meine Bonusinhalte sind auch nicht rechtzeitig angekommen. Das regt mich natürlich auch ein bisschen auf, aber egal. Blut. Hallo? Der Schrank ist kaputt. Blut. Oh mein Gott. Scheiße. Enttäusche uns nicht. Boah, die Grafik ist so geil. Entschuldigung, wenn ich nichts anderes denke. Ach du Kacke, warum haben die den ermordet? Anscheinend hat er etwas nicht so gut gemacht, wie wir es machen sollen. Da unten hinten ist die Stadt, sieht man im Hintergrund, die Skyline. Kein Störgeräusch, okay. Dann gehen wir mal noch eine Etage höher. Ganz schön ruhig hier. Bisschen zu ruhig. Und wir sind an die Spitze des Leuchtturms angekommen. Ah ja, es gibt übrigens jetzt automatisch Speichern. So, gibt es eine besondere Reihenfolge? Moment mal, diese Karte. Ah.
Einmal, zweimal, zweimal. Abo. Was in aller Welt? Was passiert hier? Was macht denn da Fotos? Können wir uns bewegen? Ach so. Wow, was ist das? Ich frage mich gerade ehrlich, was hier los ist. Kann ich hier die Tür irgendwie öffnen oder was auch immer? Komme ich da irgendwie rein? Ah, die Tür ist auf und der Leuchtturm ist gerade verwandelt in einen Stuhl, in einen bequemen Sessel. Verlockt irgendwie, sich da reinsetzen, oder? Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Okay, vielleicht müssen wir es auch tun. Misstrauisch bin ich da schon. Na komm, schlimm kann es ja nicht werden, oder Booker? So, und jetzt? Mach dich bereit, Pilger. Die Kette der Aurora-Regel. Nein! Was ist denn jetzt los? In 4, 3. Nein, 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 nein. Was passiert hier? Was passiert hier? Ach du Kacke! Ach du Kacke! Nein! Oh mein Gott! Ganz ruhig bleiben! Ganz ruhig! Oh! 10.000 Fuß! Oh, korrekt, dass wir gar keine Höhenangst haben! 15.000 Fuß! Halleluja! Columbia! Die Stadt über den Wolken! Wird genauso geil vorgestellt wie in Bioshock 1 Rapture. Eine Stadt voller Freiheit. Unser Prophet, Vater Comstock. Okay, wir sind dann gelandet an unserem Platz. So, es lädt. Ich denke mal, so beginnt Bioshock Infinite. Warum sollte er einen Finger für uns rühren, wenn wir nichts für ihn machen? Eine letzte Chance für Redemption. Erlösung. Und der Prophet soll uns leiten zum neuen Eden. Eine sehr gläubige Stadt. Etwas misstrauisch bekommen wir unsere Armfesseln ab. Finde einen Weg in die Stadt. Oh, der Sound ist ja auch noch geblieben von Bioshock 3. Freut mich, ja. Nein, danke, brauche ich nicht. Ich muss mal ganz kurz Mikro wieder, also komm jetzt wieder Steuergeräusche, ja? Wer übrigens neu einschaltet, mein Mikro hat einen Wackelkontakt, deswegen muss manchmal, kommen manchmal Steuergeräusche. Zum Glück sind hier wenig Kerzen, ja. Boah, der wird richtig verehrt hier, dieser Mann. Dieser Prophet. Nach links oder nach rechts? Wir gehen einfach mal nach rechts. In die Kirche, so wie es aussieht. Das Lamm. Die Zukunft unserer Stadt. Geschenk durchsuchen. Oh, ein Geschenk. Das natürlich leer ist. Sieht aus wie so eine Art
Altar für dieses sogenannte Lamm.